Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. In diesem Video gibt es alles zum Format, Preisgeld und zu allem weiteren, was ihr zur FNCS in Season 5 wissen müsst. Wenn ihr natürlich in Zukunft keine weiteren solche Videos mehr verpassen wollt, lasst ja natürlich gerne ein Abo da. Außerdem schaut gerne auf dem Twitch-Kanal vorbei und tragt natürlich auch gerne im Itemshop mein Creator-Code TheElCraft ein. Ich würde mich natürlich über jeden einzelnen Supporter freuen und es fliegt natürlich alle 14 Tage raus. Das heißt, checkt auf jeden Fall, ob der immer noch drin ist. Und damit würde ich sagen, beginnen wir als erstes einmal mit einem kurzen Überblick über das generelle System von der FNCS. Das hatte ich euch ja bereits auch schon im letzten Video zur FNCS alles erzählt. Jetzt sind aber auch noch die ganzen Zeiten bekannt und genau und alles weitere ist auch im Generellen jetzt komplett bekannt. Und zwar wird es so ablaufen, dass wir insgesamt 3 Qualifier haben. Danach wird es dann weitergehen mit den Semifinals. Dann gibt es noch eine Reboot Round und dann gibt es am Ende noch die Finals. Jedes Qualifier ist in 4 Runden aufgeteilt. Das erste Qualifier wird innerhalb der nächsten 3 Wochen, jedes Wochenende immer am Freitag stattfinden. Von 7 bis 10 Uhr abends geht das Ganze dann in der ersten Runde. Dafür müsste lediglich Champion League sein, ansonsten gibt es keine weiteren Voraussetzungen, die ihr dafür braucht. Die zweite Runde findet dann am Samstag von 3 bis 6 Uhr statt, auch nachmittags natürlich. Und um daran teilzunehmen, müsst ihr unter die Top 1500 Teams bzw. Trios aus der ersten Runde kommen. Von dort aus kommen dann die besten 250 Trios weiter und treten dann am selben Tag, also weiterhin am Samstag von 7 bis 10 Uhr dann nochmal gegeneinander an und gleichzeitig zu dem Cup findet dann ja auch der Solo Cash Cup statt, das heißt für alle, die sich halt nicht für die dritte Runde qualifiziert haben, nicht unter die Top 250 Trios gekommen sind, die können dann ganz normal den Solo Cup natürlich spielen und falls ihr es schaffen solltet, euch dann darunter unter die Top 33 zu kommen, dann qualifiziert ihr euch für die vierte Runde, die findet dann am Sonntag ebenfalls wieder von 7 bis 10 Uhr statt. Das Ganze läuft bei allen 3 Qualifikationen gleich ab. Das heißt, jedes Mal immer das System mit Freitag, Samstag, Sonntag über 4 Qualifikationen. Und das Besondere ist, es gibt unterschiedliche Scoring-Systems für die unterschiedlichen Runden. Für die ersten 3 Runden, das heißt bis zur die Runde 1, 2 und 3, dort hat man eine relativ typisches Punktesystem, so wie wir es eben halt auch schon immer in den ganzen Cash Cups hatten, mit einer leichten Abwandlung. Aber was erstmal gleich ist, natürlich pro Kill 1 Punkt, dann ab Top 17 1 Punkt, immer jeweils jedes Placement gibt dann einen weiteren Punkt. Und normalerweise bekommen wir in den Cash Cups bei Top 5 und Top 4 schon 2 Punkte jeweils. Jetzt ist es so, man bekommt erst bei Top 3 dann 2 Punkte, dafür bekommt man aber Top 2 dann 4 Punkte und der Victory Royale ist ganz normal 5 Punkte. Insgesamt kommt man immer noch auf die 25 Punkte, wie auch schon vorher. Für die Runde 4, die Semifinals und die Finals, sieht das dann etwas anders aus. Und zwar bekommen wir am Ende in den letzten Placements ein bisschen andere Punkte. Und zwar bekommen wir bei Top 3 6 Punkte, Top 2 5 Punkte. Das heißt dort insgesamt ein bisschen mehr. Da müssten wir auf 30 Punkte insgesamt für Placement rauskommen. Und hier ist es anscheinend irgendwie ein bisschen falsch. Oder ich weiß auf jeden Fall nicht, ob es auf der Website falsch ist. Aber auf der Website von Epic Games steht auf jeden Fall in offiziellen Regeln, dass man 2 Punkte pro Kill bekommt. Hier ist jetzt nur 1 Punkt pro Kill. Müssen wir am Ende schauen, wie es dann abläuft in den Finals. Aber das hat natürlich am Ende einen relativ großen Impact. Wenn man nämlich nur ein Punkt pro Kill bekommt, dann wäre das schon sehr, sehr Placement-heavy. Hingegen, wenn man 2 Punkte pro Kill bekommt, wäre das schon relativ Elimination-heavy. Und man muss ja auch sagen, in solchen stackten Lobbys, Top 33 dann nur, hat man auf jeden Fall sehr, sehr schwierige Runden, wodurch ich tatsächlich auch die 2 Punkte pro Kill deutlich realistischer finde. Aber da müssen wir uns ein bisschen überraschen lassen. Und eine 1, 2 und 3 haben dann natürlich auch wieder das ganz klassische System, 10 Matches über 3 Stunden, die ihr spielen könnt, und in Runde 4, dadurch, dass man nur eine Lobby hat, werden wieder 6 Matches gespielt. Die Matches starten dann immer gleichzeitig, das erste Match startet 10 Minuten, nachdem das Tournament beginnt, und dann kommen eben halt alle 30 Minuten immer die nächste Runde, das heißt, man muss da immer pünktlich in der Runde drin sein, ansonsten gilt eben halt, oder kann man die Runde nicht irgendwie noch nachholen oder so, und das ist eben halt genau das gleiche System, was dann auch letztendlich in den Semifinals und Finals benutzt wird. Die Semifinals werden nämlich ebenfalls die 6 Runden haben. Nur bei den Finals hat man das dann über 2 Tage gesplittet. Das heißt dann täglich 6 Runden, eben halt trotzdem die gleichzeitigen Starts. Aber man hat dann insgesamt über die 2 Tage 12 Matches, die man insgesamt spielt. Wie immer finden die Semifinals immer gruppenweise statt. Das heißt, es gibt insgesamt 4 Gruppen. Die ganzen Spieler, die sich eben halt für die Semifinals qualifiziert haben, werden darauf zufällig eben halt zugeteilt. Und dann könnt ihr eben halt jeweils nur in seiner eigenen Gruppe spielen. Und aus der eigenen Gruppe qualifiziert sich dann auch nur ein bestimmter Anteil an Spielern. Und zwar sind es die Top 8, die sich aus jeder dieser Gruppen qualifizieren. Und zusätzlich, wenn man noch in den darunteren 8 kommt, das heißt zwischen Platz 9 und Platz 16, hat man noch Zugriff auf die Reboot Round. Und da würde ich sagen, schauen wir uns auch direkt mal die Daten dazu an.
an. Und zwar wird das Ganze, also werden die Semifinals am 6. und 7. März stattfinden, also wieder Samstag und Sonntag, jeweils 2 Heats an einem Tag. Das erste Heat wird wahrscheinlich wieder 3 bis 6 Uhr sein und das zweite Heat wird dann halt 7 bis 10 Uhr stattfinden. Und dann spielt ihr wie gesagt nur 1 der Heats. Und dann hatte ich ja angesprochen, dass es eine Reboot Round gibt, die wird dann am nächsten Wochenende stattfinden, dort wo auch die Finals stattfinden werden, nämlich am 13. Und da wird das Ganze dann wahrscheinlich irgendwie um 3 Uhr starten. Wie auch in der letzten Season gibt es eine einzige Runde dabei. Das heißt, wenn ihr unter die Top 16 gekommen seid und euch immer nicht für die Finals qualifiziert habt, direkt aus den Semifinals, dann könnt ihr daran teilnehmen und derjenige, der diese Runde gewinnt, mit egal wie vielen Kills, wird eben halt dann nochmal den 33. Platz in den Finals belegen können. Und da zählt eben halt, wie gesagt, nur der Victory Royale. Also es gibt gar kein Punktesystem oder so, also kein richtiges Punktesystem, sondern nur der Sieg. Wie natürlich immer gibt es auch wieder eine Series-Besten-Liste. Das heißt, wenn ihr über die Qualifications gut spielt und dort halt nicht unter die Top 10 gekommen seid, also die Top 10 aus der 4. Runde der Qualifications, die werden weiterkommen in die Semifinals. Und falls ihr es nicht geschafft habt, in 1 der 3 Wochen herunterzukommen, dann qualifizieren sich nochmal 102 weitere Spieler über die Series-Besten-Liste und die wird eben mal danach gewertet, wie ihr in den Qualifications spielt. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel irgendwie so 11. Place, das heißt fast er euch qualified hätte, dann bekommt er da auch nochmal 300 Series-Punkte, wodurch ihr euch auch mehr oder minder safe dann eben halt nochmal qualifizieren könnt. Sobald ihr es irgendwie schafft, in die Finals zu kommen, bekommt der instant $3000, das heißt $1000 pro Person, ist auf jeden Fall schon ganz nice. Dann geht es immer so höher, also 21. bis 26. der bekommt $6000, 2000 each, 16. bis 20. der bekommt dann 3000 each und danach geht das halt immer so weiter. Ab Top 10 geht es dann mit richtig hohen Preisgeldern los, da bekommen wir nämlich schon $10.000 pro Person und dann bekommen wir am Ende auf dem ersten Platz $300.000 pro Person. Ich hatte ja geschätzt, dass man $333.000 bekommt, also ein bisschen daneben, aber meine Einschätzung war damit auf jeden Fall schon ziemlich korrekt und $100.000 pro Person ist auf jeden Fall sehr, sehr nice, also darüber werden sich vor allem die Pro-Player freuen, die es natürlich auch schaffen werden, dorthin zu kommen, aber auch ansonsten noch 2. Platz, 3. Platz, es gibt natürlich alles richtig gut Geld und wenn man das allein mit der letzten Season vergleicht, wo irgendwie der erste Platz nur $120.000 oder so bekommen hat, ich weiß gar nicht ganz genau, was man dort bekommen hatte, das bekommt da mittlerweile der 4. und das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr nice. Natürlich für NA East, für NA West und den ganzen anderen Regionen ist es ganz etwas weniger, aber ihr könnt ja sowieso nur auf Europa spielen oder ihr könnt generell nur auf einer einzigen Region spielen. Zusätzlich schaffen es auch nochmal die Top 3 Teams aus jeder Region, sich für die nächste FNCS zu qualifizieren. Das heißt, falls ihr in den Finals hier und die Top 3 kommen solltet, dann werdet ihr eben halt direkt in den Season 6 Finals drin sein und damit müsst ihr eben halt keine Qualification spielen, müsst keine Semifinals oder ähnliches spielen und seid direkt in den Finals drin und habt sozusagen neben den $300.000, die ihr zum Beispiel auf dem ersten Platz habt, direkt schon mindestens mal die $3000 nochmal zusätzlich aus der nächsten FNCS, was auf jeden Fall auch sehr, sehr nice ist und ihr könnt euch natürlich dadurch logischerweise auch nicht mit noch einem anderen Team spielen. Generell, falls ihr euch für die Semifinals qualified, dann dürft ihr nicht irgendwie euer Team switchen, dann seid ihr nämlich einfach disqualified und ihr solltet auf jeden Fall versuchen, euch ein gutes Trio zu suchen und euch dann auch mit dem richtigen Trio zu qualifizieren. Ansonsten wäre es nämlich ziemlich schade, wenn ihr dann in den Semifinals am Ende gar nicht mit dem ihr spielen wollt. Damit war es auf jeden Fall alles zur FNCS in Season 5. Ich hoffe, ich konnte euch auf jeden Fall mit dem Video ein bisschen weiterhelfen. Falls ihr noch etwas wissen wollt zu den FNCS Twitch-Jobs, die es in dieser Season gibt, hatte ich auch schon ein Video zu gemacht, werde ich euch mal oben in der Infokarte verlinken und dann hoffe ich, sehen uns nachher im Stream oder morgen im Video wieder. Bis dahin, ciao.